Jetzt geht's mal um den Sport. Josef Hubertus Pilates aus Mönchengladbach, hier bei uns im Westen, er wäre heute 140 Jahre alt geworden. Wer? Ja, nicht Josef und auch nicht Hubertus, die interessieren uns jetzt nicht. Uns interessiert der Nachname Pilates. Pilates wäre heute 140 geworden. Das ist tatsächlich der Erfinder der gleichnamigen Körperertüchtigung. Und wenn Sie sich jetzt fragen, oh Gott, was ist denn jetzt nochmal der Unterschied zwischen Pilates und Yoga und wie geht Pilates und für wen ist das gut? Dann geben wir Ihnen jetzt die Antworten hier zum Geburtstag von Pilates. Alessa Hartmann ist zu Besuch. Sie ist Pilates-Trainerin in Köln. Guten Morgen. Wunderschönen guten Morgen. Hat mir eben schon gesagt, samstags ist normalerweise ausschlafen. Danke für diesen Einsatz. Beginnen wir mal mit der wichtigsten Frage so als Grundlage. Was ist denn der Unterschied zu Yoga? Sie glauben nicht, wie oft mich das gefragt wird. Ja, habe ich mir gedacht. Um es ganz kurz runterzubrechen, Yoga hat einen sehr spirituellen Ansatz und Yoga besteht einmal aus Asanas, also den körperlichen Übungen und den geistigen Meditationen dazu. Ich kann es gar nicht so genau umreißen, weil mit Yoga habe ich mich ehrlich gesagt nie auseinandergesetzt. Das ist so eine Lebensphilosophie-Yoga. Genau, ich habe doch auch so ein Mantra und... Genau. Das habe ich beim Pilates nicht. Genau, beim Körper setzt Pilates an. Pilates hat selber Gymnastikübungen, Yogaübungen adaptiert und mit einer bestimmten Methode der Atmung kombiniert, um ja letztendlich auch Körper und Geist in Einklang zu bringen, aber eben nur auf der körperlichen Ebene. Okay. Durch Atmung, durch Kontrolle, durch Konzentration auf den eigenen Körper. Pilates selber hat mal zu Lebzeiten gesagt, man ist so alt wie seine Wirbelsäule. Ich selber bin zweifacher Bandscheibenvorfallkandidat. Das hat mich irgendwie berührt. Können Sie uns das erklären? Was meint er damit? Ja, ich glaube, er hat es vor dem Hintergrund gesagt, dass er selber ein sehr schwaches Kind war, viele, viele Probleme hatte auch in seiner Jugend und gemerkt hat, dass durch körperliche Ertüchtigung und gerade Turnübungen, die er damals im Turnverein auch gemacht hat, mehr Leichtigkeit in sein Leben gekommen ist. Und er hat vor allem während des Krieges und auch danach Tänzern geholfen und eben Soldaten wieder ins Lot zu kommen. Und die meisten Verletzungen haben einfach immer an der Wirbelsäule angefangen. Und man hat damals gesagt, wenn man vom Zentrum aus arbeitet, kann man alles andere wieder korrigieren. Und die Wirbelsäule ist dann in der Definition das Zentrum. Genau, also nicht die Wirbelsäule als singuläres Ding, sondern die Wirbelsäule als das ganze Muskelkorsett, was drumherum ja ist. Also die Wirbelsäule wird durch unsere Tiefenmuskulatur stabilisiert und wenn wir diese Muskeln lernen, mit einzubinden in unser Training, dann können wir eine andere Aufrichtung erfahren. Unsere Organe liegen wieder anders. Also es sind ganz viele Begleiterscheinungen. Die Gelenke, die verschleißen, sind in Positionen, wenn man aufrecht ist, die einfach nicht so schnell zum Verfall führen, wie man es einfach mal so sagen kann. Und man kann es eben auch wieder korrigieren. Also er selber konnte halt durch seine Übungen Leuten wieder helfen, von ihren Problemen wegzukommen und bis ins hohe Alter einfach mobil zu bleiben. Für mich ist, wir kamen ja über die Yoga-Pilates-Frage, für mich ist Pilates irgendwie immer schon so gleichgesetzt mit Yoga. Also ne, ich gehe mit meiner Matte ich tue was Gutes für mich und meinen Körper und meine Seele. Wieso galt Pilates lange als Rentnersport? Ist das so in den Anfängen begründet? Nee, überhaupt nicht. Also Pilates selber hat Maschinen erfunden, die sehr, 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 wie soll ich sagen? Also man wurde eingespannt und man wurde gestreckt. Also es waren Streckmaschinen, die er erfunden hat. Und die Leute, die auf diesen Streckmaschinen waren, waren hauptsächlich Tänzer. TänzerInnen und diese Leute mussten dann ein Mattentraining absolvieren. Und das Mattentraining ist so ein bisschen zu uns rübergeschwappt, nach Europa zurück, von Amerika. Und in Europa hat es durch diesen Aspekt des Beckenboden mit Einbeziehens eigentlich eher was aus der Reha-Ecke bekommen. So also man hat Pilates Touch gemacht, ja, um ja den Beckenboden zu stärken. Und es war sehr auf Frauen ausgerichtet die letzten Jahre. Und dabei war es eigentlich ein Tiefenmuskeltraining, was Athleten oder Athletinnen geholfen hat, auch sich selber wieder anders auszurichten und stärker zu werden. Wir haben jetzt noch anderthalb Minuten bis zu den Nachrichten. Die müssen wir treffen. Ganz kurz noch. Wer sollte Pilates nicht machen? Gibt es da Menschen, die das lieber lassen sollten? Ja, das sollten Menschen auf jeden Fall lassen, die überhaupt keine Lust haben, ihren Körper zu verändern. Ins Positive. Gute Antwort einer Pilates-Trainerin. So ganz kurz, Minute haben wir noch. Eine Übung zum Wachwerden.
dass wir einmal auch so ein Gefühl bekommen. Und ich hoffe, Sie kriegen das jetzt hin, dass die Leute vor dem Radio auch mitmachen können. Ich versuch's mal. Ja, machen Sie die Augen zu. Die Augen, das alle? Kann ich. Das geht auch im Radio. Atmen Sie ganz, ganz, ganz tief ein in Ihre Rippen. In die Rippen, ja. Ja, in die Rippen. Und mit der Ausatmung ziehen Sie erst den Bauchnabel nach innen. Und dann ziehen Sie ganz, ganz langsam alle Rippen nach unten, ziehen Ihre Sitzbeinhöcker hinten zueinander und versuchen, diese Länge in der Wirbelsäule zu halten und ganz viel Körperspannung in Ihrem Zentrum aufzubauen. Das wird immer mehr und mehr und mehr. Halten Sie ruhig kurz an und erst mit der Einatmung ganz locker alles wieder loslassen. Ich habe die Augen aufgemacht, die Kollegen lachen. Es muss komisch aussehen, aber es fühlt sich gut an. Sie stehen aber gerade wirklich sehr gerade. Perfekte Haltung. Habe ich noch nie gehört. Ja, Ihr Beckenboden war gerade aktiviert und Ihr Rücken wurde aufgerichtet, allein, dass Sie sich auf Ihre Mitte konzentriert haben. Oh. Mit voller Kontrolle und Präzision. Bis 9.45 Uhr geht das Morgenecho noch und ich bin jetzt schon in meiner Mitte. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Alessa Hartmann, sehr, sehr gerne. Pilates-Trainerin, der Erfinder, kommt aus Mönchengladbach, wäre heute 140 Jahre alt geworden.